So, Mädels. Hier, jetzt haben wir mal. So, wollen wir mal kurz warten. Ja, mir ist ja wohl ein bisschen flau in der Magengegend, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das wäre mir aber auch du. Das ist jetzt hier so gerade meine Entjungferung hier, was so Granatlauncher aus der Hand angeht. So, ich weiß ja nicht. Also, wachsen Finger nach. Irgendwann wohl, ne? Ich glaube nicht, ne? Ja, aber nur bei anderen Tieren. Ich hole mir morgen in der Metzgerei ein paar Mettwürstchen, ey. Klebe ich dann da wieder dran. Das sieht ja schon ziemlich interessant aus, sage ich mal. Ja, ja, ist aber was ganz anderes hier. Schön hier, ne? Kannst du auch hier im Sanitärwesen, wird das normalerweise verbaut hier, ne? Hier ist das Zollingrohr ist das hier. Ja, genau, ein Zollingrohr. Ja, schön hier. Edelstahl natürlich, ne? Ja. Ja. Ne? Ja. Ja, hier unten ist hier so ein Äumel dran, den musst du abdrehen und dann kommt da Schnürchen raus. Wie, und dann, wie heißen das Gerät überhaupt hier? Die heißen ROS Grenade Launcher. Die sind von Pyro Novaria, die unter anderem halt auch die Delovaranas und die Black Death und die anderen Sachen alle machen soweit. Und die Sachen sind ja eigentlich immer ganz safe, so kann man ja nichts sagen. Ja. Also ich denke schon, die werden sich schon was Richtiges ausgedacht haben da, weil sonst hätte man glaube ich schon Informationen gekriegt, dass sich die jeder, der sich das Ding holt, die Fortfinger damit wegballert, ne? Ja, ganz genau. Aber ich glaube, das kann man schon guten Gewissens hochjagen. Ja, das sieht doch schon ganz nett aus, das Teilchen, ne? Hier. Hier, ne? Ja, wer lange hat, kann auch lang hängen lassen, ne? Check, 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 check. Ist nichts los hier, ist gut. Okay, so, wie machen wir das denn jetzt am besten? Ja, genau, bauen wir das Ding jetzt auseinander. Ganz vorsichtig. Ja, zeig ich dir doch. Ist das Ding, das direkt hochgeht. So, jeder muss erstmal gelöst werden. Erinnert mich so ein bisschen an hier Rambo-Messer. Kannst du mal gucken, dass hier der Deckel muss ab. Ja, ist ab. So. Ja, das hat. Ja, das stimmt, ey. Und mal da kannst du aber. Von welcher Seite soll ich besser auf der anderen Seite gehen? Keine Ahnung. Bleibst du hier stehen? Hier ja. Vielleicht solltest du das Ding ein bisschen höher halten. Die will ich auch gar nicht drauf haben. Ja, also von mir aus kannst du. Ja, also kannst du loslegen. Naja, schön hochhalten. Ne? Ja. Alter Schwede, ey. Das Ding ist definitiv zu früh losgegangen. Was ein Drecksding, ey. Das sollte jetzt nicht passieren. Das war ganz schön laut, ne? Wie war das denn bei dir? Hörst du mich noch? Hallo, hallo? Boah. Alter Vater. Piep. Das war jetzt nicht mal. Ich war ja schon ein paar Meter weit weg und das war schon ganz schön laut. Ja, also richtig hochgestiegen ist das nicht. Das ist direkt beim Rausgehen hochgegangen. Also Finger weg von den Dingern. Ohne Scheiß. Wer welche haben will, schreibt mir an. Ich habe die zu verschenken. Nee, nix hier. Hier wird nichts verschenkt. Was für ein Dreck. Mann. Das war gut. Gott sei Dank ist das Ding ein bisschen weiter weg vom Ohr gewesen. Sonst hätte ich, glaube ich, Matsch. Ja, ne? Jungs und Mädels, Finger von. Ne? Pyro, Pyle-Männer haben es nochmal hier. Ne? Wie gesagt, Pyro ist, ist gefährlich. Muss man sich immer wieder vor Augen halten. Ja, ja. Auf jeden Fall, also okay. Das war schon krass. Ne? Also, ja. Jungs und Mädels, bis dann, haut wir da rein. Sind weg hier. Jo, und das.